Moin Moin und herzlich willkommen zum Fußballtipp. Fußballtipp, 14. Spieltag, 3. Liga. Ja, am letzten Spieltag, ein Spiel abgebrochen durch Regen und einige doch hochinteressante Matches passiert am letzten Spieltag. Gucken wir mal, ob das dementsprechend jetzt eventuell an diesem Spieltag auch interessant wird. Einige Teams sogar in der 3. Liga noch im DFB-Pokal dabei. Heißt also, Vorteile für die, die nicht spielen oder eher Nachteile? Schauen wir mal, los geht's mit meinen neuen Fußballtipps. Das Auftaktspiel, was am Freitag stattfinden wird, ist das Spiel zwischen Erzgebirge Aue und dem SC Verl. Die Auer im letzten Spiel 1-0 gewonnen gegen den SC Freiburg 2. Durch einen knappen Erfolg hat man an Abschluss 3 Punkte geholt. Die will man natürlich auch nochmal holen gegen Verl, die im letzten Spiel 4-0 gewonnen haben gegen den VfB Lübeck. Am Ende die 3 Tore erzielt, vielleicht, wenn man das Endergebnis sich anguckt und die Tore wären ein bisschen unterschiedlich gefallen, hätte ich gesagt, ja, geht in Ordnung, aber so hätte ich auch gesagt, wenn Verl 2-0 gewonnen wäre, wäre auch in Ordnung gewesen. Frage natürlich, ob er eventuell auch gegen Erzgebirge Aue den nächsten Sieg holt. Und ich denke, in diesem Spiel wird es ein ausgeglichenes Spiel sein. An Abschluss gibt es keinen Sieger. 1-1 unentschieden. Das nächste Spiel findet dann am Samstag statt. Es ist das Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem SC Freiburg 2. Wie erwähnt, zur Eröffnung Dresden im letzten Spiel gegen Saarbrücken gespielt. Keine Tore gefallen, es war eine Regenschlacht und alles drum und dran, ist aber nach 45 Minuten abgebrochen worden, weil unspielbarer Rasen. Frage stellt sich natürlich, wann wird das Spiel fortgesetzt? Wird das Spiel überhaupt fortgesetzt? Wird es wieder neu angefangen? Es gibt ja alle möglichen Optionen. Also schauen wir mal, wie das dann gewertet wird, diese Partie. Jetzt eben geht es gegen den Sportclub, die zu harmlos gegen Aue gespielt haben, da definitiv einige Optionen gehabt hätten, den Gegner auch nochmal zum Unentschieden zu zwingen, aber am Ende hat es eben dann nicht sollen sein. Frage, ob dann eventuell gegen Dresden Besserung zeigt oder nicht, ich denke eher nicht. Dresden gewinnt 2-1. Das nächste Spiel ist dann das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und dem SSV Jahn Regensburg. Ja, die Münchner 1-2 verloren gegen Köln. Kann man jetzt sagen, so von wegen, ja, hat sich eigentlich nach hinten raus im Spiel so abgezeichnet. Nach vorne raus eher nicht, aber nach hinten raus, ja, man darf nicht vergessen, Platzverweise für die Münchner, ja, aber es war zu einer Phase, wo Köln, aus meiner Sicht Köln besser war und eigentlich nur noch die Frage war, wann endlich mal Viktoria das Tor erzielt. So haben sie das dann eben durch diese 2 rote Karten dann endlich entschieden. Andersrum, naja, ne, man hat sich eher hingezittert und dann unglücklich zur Niederlage hingezittert. Frage natürlich, ob es eventuell jetzt gegen Regensburg anders laufen wird, die 2-1 gewonnen haben gegen Preußen Münster. Ja, ne, Überzahl in der 71. Minute, so ein bisschen auch Glück gehabt hatten, dass sie eben die Münsteraner im zweiten Durchgang das Tor nicht erzielt hatten und man selber dann eben das 1-0 erzielen konnte. Daraus schließend dann eben durch das effektive Tor, wie ich es immer gerne sage, zu sagen pflege, tatsächlich dann den Sieg für sich behaupten konnten. Frage, ob es eventuell jetzt den nächsten Erfolg gibt gegen 1860. Und ich denke, ja, dann gewinnt Jahn Regensburg mit 2-1. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen Rot-Weiß Essen und Arminia Bielefeld. Die Essen haben im letzten Spiel 2-1 gewonnen gegen den MSV Duisburg durch den Lucky Punch am Ende. Ja, andersrum, ja, Duisburg hatte ja auch in der Nachspielzeit selbst den Ausgleich erzielt erst, aber da ist natürlich die Frage, ob eventuell jetzt zu Hause gegen Arminia Bielefeld ein früherer, deutlicher Sieg rausspringt. Denn die Bielefelder im letzten Spiel 4-0 gewonnen gegen den FC Ingolstadt. Ein Arbeitssieg könnte man so bezeichnen. Frage, ob eventuell jetzt nun gegen Rot-Weiß Essen der nächste Sieg folgt oder nicht. Ich denke mal, dass Essen dieses Spiel insbesondere durch die Fans gewinnt und am Ende mit einem 1-0 gewinnt. Das nächste Spiel ist dann das Spiel zwischen dem VfB Lübeck und der Spielvereinigung Unterhaching. Lübeck im letzten Spiel 0-4 verloren gegen Verl. Ja, ne, gelb-rote Karte, früh im Spiel, da ist man zu 10, läuft dem Ganzen nur noch hinterher und es läuft alles nicht so optimal, wie man es sich wünscht. Frage, ob es eventuell gegen Unterhaching anders laufen wird. Denn die Hachinger im letzten Spiel durch Effizienz geglänzt, insbesondere im zweiten Durchgang durch Effizienz geglänzt. 3-0 gewonnen gegen Mannheim. Auch da kann man sagen, fahrtenweise hätte das Spiel in die andere Richtung kippen können. Aber spätestens durch das zweite Tor hatte man diesen Sieg sicher. Frage, ob es eventuell jetzt nun den nächsten Erfolg gibt gegen Lübeck. Und ich denke,
Überraschenderweise nicht, denn ich vermute, dadurch, dass Unterhaching im DFB-Pokal spielt und eventuell dieses Spiel vielleicht ein bisschen sehr ernst nimmt und in der Liga dementsprechend sich denkt, ach, Lübeck, die stehen unten in der Tabelle und sich das am Ende rächt. Lübeck gewinnt mit 2:1. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem SV Sandhausen und dem ersten FC Saarbrücken. Sandhausen im letzten Spiel mit einem knappen Erfolg gegen Borussia Dortmund 2 und dem Trainerwechseleffekt gewonnen. Frage, ob es eventuell jetzt den nächsten positiven Trend gibt gegen Saarbrücken. Ja, die 0-0 gespielt haben gegen Dresden, zumindest nach 45 Minuten. Also zumindest nach der ersten Halbzeit. Na, wie erwähnt, mal gucken, mal schauen, wie das gewertet wird und ob wir eventuell nochmal ein Nachholspiel sehen. Falls das der Fall sein sollte. Der Tipp von mir ändert sich nicht. Na, also es gibt kein extra Video, kein extra Tipp, falls das Spiel sich irgendwie anders bewertet werden sollte oder was weiß ich. Jetzt die Frage natürlich, ob Saarbrücken eventuell jetzt gegen den SV Sandhausen siegreich sein kann oder nicht. Ich denke mal, tatsächlich ist dieses Spiel so eine, ja, Geschichte Tagesformabhängigkeit. Der Alteingesessene weiß natürlich, wenn er immer so anfängt, was er tippt. Klar, natürlich, an sein Unentschieden. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem FC Ingolstadt und Borussia Dortmund 2. Die Dortmund im letzten Spiel mit dem 1:2 Niederlage gegen Sandhausen natürlich nicht zufrieden. Im zweiten Durchgang kam einfach der Ausgleich nicht zustande. Daraus schließend dann diese ärgerliche Niederlage. Frage, ob es eventuell jetzt besser läuft gegen die Ingolstädter, die im letzten Spiel 0:4 verloren haben gegen Arminia Bielefeld. Ein, ja, aus meiner Sicht schwacher Auftritt der Schanzer. Also grundsätzlich in der gesamten Partie einfach viel zu anfällig. Das hat einfach nicht funktioniert an dem Tag. Vielleicht jetzt Besserung gegen Dortmund? Nein. Dortmund gewinnt mit 2:1. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem MSV Duisburg. Das ist Abendspiel. Und ja, jetzt mag man sagen, das könnte natürlich ein interessantes Spiel werden, denn beide Teams unten im Abstiegskampf. Hätte man auch nicht kommen sehen für Mannheim, dass sie unten mit in der Liga dabei sind. Aber im letzten Spiel hat sich das auch wieder abgezeichnet. 0:3 verloren gegen Unterhaching. Man war eigentlich, aus meiner Sicht, war man das aktivere Team, aber das Tor wollte nicht fallen. Das Tor wollte nicht fallen, dann hat der Gegner das Tor erzielt, was natürlich doppelt ärgerlich ist. Dann versuchst du dich im zweiten Durchgang immer noch an dieses eine blöde Tor irgendwie dran zu klammern. Es fällt einfach nicht. Und dann macht der Gegner das zweite Tor. Und irgendwie, das ist so dieses Typische, wenn du im Abstiegskampf bist, dann passieren dir so welche Unglücke. Und natürlich will Mannheim wirklich schnell raus. Vielleicht mit einem Big Point gegen Duisburg, die im letzten Spiel mit dem 1:2 Niederlage, ja, schon sehr ärgert haben. Definitiv. Also schon sehr geärgert haben. Definitiv. Man hatte fast das Spiel noch einen Punkt geholt. Fast durch den Lucky Punch in der 93. Minute fast dann doch noch einen Punkt geholt, den man dann aber eben doch wieder rausgegeben hatte. Und Frage stellt sich, ob es eventuell jetzt einen wichtigen Erfolg gegen Mannheim gibt. Wie gesagt, 6-Punkte-Spiel könnte das sein. Ich denke mal, in diesem Spiel wird es tatsächlich auch eine Tagesformgeschichte sein. Aber Moment, natürlich nicht mit einem 1-1 Unentschieden. Denn ich denke, die Tagesform von Mannheim wird diesem Spiel doch an Abschluss den Stempel aufdrücken. Mannheim gewinnt mit 3:1. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen Preußen Münster und dem SSV Ulm. An Anfang der Saison hatte ich so beide gesehen, eher unten in der Tabelle. Ja, Ulm beweist einfach eigentlich das Gegenteil. Andersrum, im letzten Spiel gegen Halle haben sie das ungefähr gespielt, was ich erwartet hatte, was sie diese gesamte Saison spielen gegen Halle. Irgendwie, ne, es ist einfach, ja, zu wenig gemacht worden. Aus eigener Überlegenheit, aus meiner Sicht. Also es ist zu wenig gemacht worden aus Überlegenheit und daraus schließend dann am Abschluss diese 2-3 Niederlage. Also eine unnötige Niederlage, die man hätte definitiv abwenden können. Und so hat man natürlich so ein bisschen den Kontakt nach oben wiederum zwar immer noch aufrecht, aber fast schon verloren. Frage stellt sich natürlich, ob es eventuell gegen Preußen Münster anders laufen wird. Denn die Münsteraner im letzten Spiel 1:2 verloren gegen jenen SSV Jahn Regens. Ja, da will die am zweiten Durchgang eben diese Führung nicht fallen und dann hast du so ärgerlich noch diesen Gegentreffer zu eben Rückstand. Also bitterer für Münster hätte es kaum laufen können. Frage natürlich, ob es eventuell jetzt nun ein besseres Ergebnis gegen Ulm gibt. Nein, Ulm gewinnt mit 2:1.
Das nächste und letzte Spiel des Spieltages findet statt zwischen dem Halleschen FC und Viktoria Köln. Ja, Halle im letzten Spiel 3-2 gewonnen gegen Ulm. Man hat diesen Sieg definitiv über die Zeit gerettet, wichtige 3 Punkte geholt. Diese 3 Punkte will man natürlich wiederholen gegen Viktoria Köln, die im letzten Spiel durch den Lucky Punch am Ende gegen 1860 München gewonnen haben. Aber wie schon vorhin erwähnt, der war überfällig, der Treffer. Und die Frage stellt sich, ob es eventuell jetzt auch einen Sieg gegen Halle gibt. Und ich denke mal, in diesem Spiel wird es so sein, dass die Hallenser wieder ein gutes Spiel zeigen werden und Köln etwas überraschen und am Ende es trotzdem keinen Sieger gibt. Aber 4 Tore. 2-2 unentschieden. Das waren meine Tipps für Spieltag Nummer 14 in der dritten Liga. Eure Tipps, eure Meinung gerne in den Kommentaren und wir sehen uns dann hoffentlich zum kommenden Tipp wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Bis dann, eine gute Zeit und ciao.